Infizierte Mine. So, Gott sei Dank gibt es da oben dieses Ding. Das wird uns noch sehr nützlich sein werden. Wird noch sehr nützlich für uns werden. Diese Dinger da sind diese schwarzen Kerne, weswegen wir hier sind. Theoretisch brauchen wir nur einen. Aber wenn wir jetzt gerade hier schon sind, werden wir selbstverständlich... Moment, ich trage das mal ein. So. Zwergenmine. So. Und wenn wir gerade hier sind, dann klappern wir die komplett ab, ne? Würde ich sagen. Da sieht man diese Eier. Wenn wir dazu nah ran... Alter, da sieht man auch ein Vieh drin. Finde ich voll cool gemacht. Sieht aber voll widerlich aus. Und wenn wir da in die Nähe gehen, dann schlüpfen die. Und wenn wir die killen, mögen die Älteren das gar nicht. Also die sind da richtig sauer dann auf uns. Es kann sein, dass jetzt überall welche ankommen. Man hört auf jeden Fall von allen Seiten was. Warum können wir das nicht mitnehmen? Huch. Automatisch aufheben ein. Keine Ahnung. So, und die kann man nicht antargeten. Deswegen nehme ich immer die Spitzhacke. So. Ciao. Und wir nehmen die hier mit. Black Core. Sehr gut. Und noch einen. Hervorragend. Dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Aber, wie gesagt, wir gehen die komplette Höhle ab. Hier haben wir nichts. Es gibt manchmal auch so versteckte Türen. Sehr interessant. Hier zum Beispiel, das ist aus Holz. Da können wir durch. Und können auch durchgucken, ob da irgendwas Ekliges hinter uns wartet. Also auf uns wartet. Nee. Mach ich mal kaputt. Und alles voll geslimed. Aber hier ist nichts. Gott sei Dank. Wieso haben die das dann zugemauert, frage ich mich. So, da gehen wir als nächstes hin. Als letztes hin, würde ich sagen. Wir gehen erstmal hier runter, ne? Da ist eine Zecke. Eine Tick. Ah, hier können wir auch noch durch. Warte. Interessant. Und hier haben wir so eine... Da sieht man ein Vieh und ein Lilanes. Und hier unten laufen auch manchmal noch welche rum. Ich glaube aber, sonst gibt es hier nichts, ne? Huch, laggedy lag. Nee, hier gibt es nur diese ekligen Viecher. Vor allem richtig widerlich, wenn man hier runterfällt und hier laufen die ganzen Viecher rum. So übelst der Albtraum, ey. Oder? Huch, die Wisp ist aus. Ja, jetzt ist sie wieder an. Und ich habe Angst, dass wir umzingelt werden. Aber das sieht gut aus. Und noch ein. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es mit dreien. Gift? Ja, Gift. Sehr gut. Aber ich glaube, hier unten gibt es nichts. Ich gucke trotzdem nochmal nach. Vielleicht gab es nur bei der anderen Höhle nichts, aber irgendwie... Ne? Nichts hat hier einen Namen oder es gibt hier keine Items oder sonst was. Aber dann nicht. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Ich esse mal alles, ne? Damit der Ausdauerbalken und vor allem der Lebensbalken wieder voll sind. So, und hier haben wir jetzt hässliche Viecher. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Ich glaube, ja. Oh, oh. Das war keine gute Idee. Ah. So, und das ist richtig praktisch. Hier ist eine Stufe. Und solange die nicht aufeinander landen, können wir die jetzt hier schön in Ruhe abballern. Alter, diese Fühler, ne? Bah! So widerlich, die Viecher. So. Können wir schön in Ruhe Zeit lassen. Also solange wir Frostpfeile haben. Aber wir haben noch 186. Das sollte passen. So. Kann sein, dass wir manchmal anfangen zu fliegen. Ne? Dass der zum Beispiel fliegt. Der hier dann quasi näher an uns rangeht. Und dann der Dicke auf dem Kleinen landet. Und dann kann der tatsächlich hier reinkommen. Aber wir können dann einfach hier durch das Tor gehen und dann sind wir auch in Sicherheit. Wow! Okay, wenn die alle gleichzeitig schlagen, ist es doch ein bisschen zu dangerous. Nein! Stirb! Gut, ich bleib bei Pfeil und Bogen. Das ist mir zu risky. So. Und noch ein. Und wenn wir ein bisschen warten und das Gift wirken lassen, sollte der Dritte ihn töten. Nee, das reicht nicht. Kann ich direkt einen hinterherballern. Und hier dieses hässliche Zeckenvieh.
Machen wir auch noch platt. So. Und wir haben ordentlich Ressourcen. Zwei von diesen Black Cores, das ist natürlich erfreulich. Und wir können weitergehen. Aber... Ah, doch nicht. Ich dachte, hier wäre eine Sackgasse. Hier geht es aber noch weiter rein. Hier ist aber eine Sackgasse. Gut. Was auch immer die hier geschürft haben für ein Erz. Keine Ahnung. Vielleicht haben die auch einfach mal blind irgendwo reingebohrt und gehofft, dass sie irgendwas finden. Keine Ahnung. Da wollen wir als letztes rein, ne? Wir gehen erstmal nach unten. Aha, da ist Holz. Und da geht's auch noch weiter. So. Sehr gut. Dann die Spitzhacke. Die sind zum Glück easy. Oh, oh nein, jetzt habe ich einen Heiltrank verschwendet. Egal, wir haben noch 6. Ärgerlich ist es nur, wenn wir uns gleich heilen müssen. Ah, ich glaube, das passt schon. Sind da Viecher? Ich guck mal kurz durch diesen Spalt. Oh, ich sehe nicht. Doch, da sind Zecken. Ansonsten sehe ich da aber nichts. Und was haben wir hier? Oh, ah, stimmt. Diese Dinger gibt es auch noch. Das sind irgendwie so eine Shards, so eine Fragmente. Was lassen wir dann mal hier? Soll ich mal die Holzpfeile hier lassen? Ja, ne? Zack, nehme ich lieber das mit und mach so. Und interessant, der Stack ist voll bei 9. Wir haben davon schon 4 oder 5 gefunden. Ich frage mich, was passiert, wenn man 9 hat. Ob das dann automatisch zu einem neuen Item wird oder so. Keine Ahnung. Da unten gibt es ein Vieh. Das machen wir mal platt, damit wir den auch geklärt haben. So, hier lang. Ums Eck und Feuer. Oh. Und sogar 2. Ih, Alter, hör auf zu fliegen. Du widerst mich an. So. Und noch ein. Zack. So. Und noch ein Pfeil. Oh, genau dazwischen. Dann töte ich dich. Und dich. Ups. Ich muss echt auf den Stein zielen, ne? Dann geht's. Hier, komm. Für den letzten will ich keinen Pfeil verschwenden. Zack, Feierabend. Und dann hätten wir das hier auch. Hier gibt's tatsächlich nie was, ne? In dieser Plörre hier unten. Na gut, dann nicht. Oh nein, wir sind nicht mehr gut ausgeruht. Oh oh. Das könnte dann nachher in Kämpfen tatsächlich ein bisschen schwieriger werden. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Wir müssen ja nur hier die Treppe hoch und da sind wir in unserem Safe Space. Sind das hier eigentlich Teile, die man selber bauen kann? Nee, ne? Nee. Habe ich mir schon gedacht. Wir sind ja auch in der Höhle, ne? In der Höhle kann man ja nie was bauen. Leider. Obwohl andererseits wäre es ganz schön lame, wenn das ginge. So. Ah, hier haben wir so einen Royal Jelly. Haben wir schon ein bisschen was von gesammelt. Also so ein Gelee Royal. Das gibt es wirklich. Das sind, das machen Bienen. Neben normalem Honig machen die auch diesen, so einen speziellen Honig. Und wenn eine Biene das frisst, dann wird sie nicht zu einer normalen Biene, sondern zu einer Prinzessin. Und damit entsprechend später zu einer Königin. Finde ich sehr faszinierend. Und hier haben die das scheinbar auch. Ich mach mal hier. Und nochmal. So. Und die hier auch noch. So. Schön lecker Royal Jelly. Das kann dann mit in unsere Honigkiste, ne? Theoretisch. Von so. Also so Honig von Bienen ist ja das eine, aber Royal Jelly von diesen hässlichen Viechern. Bah. Ich würde es nicht essen. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir gehen dann hier durch, ne? Ich guck mal kurz, ob wir da was sehen. Man sieht gar nichts. Doch da! Da sehe ich doch schon wieder Fühler herausluden. Widerliche. Wollen wir den mit Nahkampf killen oder ist das zu gefährlich, weil wir keine. Weil wir nicht mehr gut ausgeruht sind? Oh ja, das sind viel zu viele.
Und eine Zecke. Ih, sie klebt uns am Arsch. Verdammt, verzieh dich. So, Gott sei Dank. Und wir nehmen doch Pfeil und Bogen. Einfach, weil es sicherer ist. Zack. Oh, oh, bitte nicht auf dem landen. Das meine ich. Jetzt ist er auf dem gelandet. Ne? Und dann sind wir doch antastbar. So. Oh, verdammt, Alter. Die Viecher machen mir so eine Angst. So, bleib da schön. Und ciao. Und du kriegst nochmal schön einen in den Hintern. So. Und einen in den Kopf. Und diese komischen Tickles. Zecken. Können auch widerlicher nicht sein. So. Hätten wir das? Waren da noch mehr Feinde? Ich hoffe nicht. Ich guck mal nach. Hier haben wir noch Loot. Blutkort. Da ist noch eine Tickle und da ist noch ein hässliches Vieh. Oh, ein lilanes, aber hinter der Wand. Na komm. So. Zecken haben wir auch gekillt. Ah, eine Trophäe von den Zecken. Iiii. Die will ich eigentlich mitnehmen. Hier, Holz. Weg damit. Pervers. Oh, hier geht es noch nach unten. Hier ist ein schwarzer Kern. Perfekt. Ja, damit. Hier gehe ich erstmal rein. Hier ist eine Sackgasse, ne? Stimmt, manchmal hängen da so Spitzhacken noch drin. Ich dachte, das wäre ein Hint, dass man hier hacken muss, aber kann man nicht. Ist einfach nur eine. Ist einfach nur zum Aussehen, ne? So. Hier mal gucken. Haben wir hier schon? Ah, hier ist diese versteckte Tür, was ich meine. Alles klar, hätte ich übersehen. Hier waren wir schon. Ja. Da waren wir schon. Und dann gehen wir mal hier lang und klappern alles ab. Aber auch hier ist nichts. Gut. Haben wir hier noch eine versteckte Tür oder so? Nee, ne? Laggedy lag. Warum laggt er schon wieder? Keine Ahnung. So. Da sind hässliche Viecher. Deswegen gehen wir erstmal nach hier unten. So. Und das hier weghauen. Dann nehmen wir die Spitzhacke. Wir machen die Eier auch noch kaputt. Ciao. So. Ah ja, das sind wieder diese Runen. Das ist immer das Zeichen, dass es da eine versteckte Tür gibt. Und zwei Black Cores. Ich habe noch nie eine versteckte Tür mit Black Cores gesehen. Und da ist leider immer nur Gold drin. Ne? Und das brauchen wir nun wirklich nicht. Also, wenn wir eins mehr als genug haben, dann Gold. Okay, vielleicht Stein und Holz. Das haben wir vielleicht auch mehr als genug. So, da ist ein hässliches Wesen. Ich würde sagen, da ballern wir mal direkt in den Kopf hinein. Oh oh. Das war vielleicht nicht so klug. Na komm, lande. Hihi. So, schön in den Hintern. Und einen Kopf. Und schön rückwärts zurück da. Ne? Man sieht auch, dass sie langsamer werden durch die Frostpfeile. Und ciao. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter durch. Hier ist nicht eine versteckte Tür oder so, ne? Ich glaube, man kann sich an diesen Runen orientieren, diese blauen. Alter, diese Geräusche hier drin sind auch so widerlich, ne? Bah! Pfui, ihr Mistviecher. Das könnte ein bisschen tough werden. Ich probiere es trotzdem mal. So. Ja, doch, den muss ich, glaube ich, mit Pfeil und Bogen killen. Oh. Nee, er haut ab. Warum auch immer. Kommen die da nicht durch? Ah doch, der ist durchgekommen, die Zecke. Dann kümmere ich mich mal um die. Die sind auch durch. So.
Und du hängst da fest. Das ist sehr erfreulich. Dann kann ich dir schön in deinen Kopf ballern, während du da hängst. Zack. Und noch einen Kopf. Zack. Und ich würde sagen, noch einen letzten. Und dann ist Feierabend. So. Oh, wir haben den Stack voll. Hm, was lasse ich hier? Was lasse ich hier? Gar nichts lasse ich hier. Ach so, wir können das oder das tragen. Hm. Dann nehme ich lieber das mit, damit wir ordentlich sehen können. Weil überladen sind wir sowieso nicht, ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich den da lassen können. Aber der kostet arschviel Gold, deswegen nehme ich den mal mit. Was machen wir? Die Pilze. Hier haben wir nur einen von. Tick Trophy. Die schmeiße ich weg, ne? Weil das ist etwas, was wir nutzen können. Und die Trophäen können uns gestohlen bleiben, ehrlich gesagt. Die sind ja nicht nützlich, sondern sind ja reines Aussehen-Objekt, ne? Also nur zum Aussehen. So, hier hätten wir alles abgeklappert. Dann gehen wir mal hier oben hin. Oh. Und da habe ich doch Lilane gesehen, ne? Oh. Ups. Da sollte ich vielleicht aufpassen. Da ist ein Loch. Was machen wir? Weil wenn ich das jetzt kaputt mache, laufen die nachher vorne, sehen, dass da eine Sperre ist und dann fliegen die. Und wenn die fliegen, sind wir am Arsch. Wo muss ich denn, wo geht's denn zur Base? Also, ah da, einfach geradeaus durch. Gut, dann mache ich das. Ich springe hier rüber. Nehme die Axt. Ihihihi. Ist das pervers, Alter. Oh oh, ich habe Angst. Oh. Ah, da muss ich auch aufpassen, dass das nicht passiert. Das wäre unklug. Taktisch unklug. Ich glaube, das Ding braucht nur noch einen Hit, ne? Ich warte mal, bis die Ausdauer aufgeladen ist. Gott sei Dank kann der uns nicht angreifen. Uah, oh, wow, 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 wow. Heilung. So viel zu dem Thema. Oh oh. Und tschüss. Und tschüss. Ich laufe mal hier lang. Jump hier hoch. Und gehe in unseren Safe Space. Hui. Sehr gut. Wow. Oh oh. So safe ist unser Safe Space gar nicht mehr. Aber gut. Solange die da festgebackt sind, können wir schön unsere Pfeile draufballern. So. Bitte nicht fliegen, das wäre sehr nett. Kann ich euch nämlich schön in Ruhe abballern. Die mit dem Stern, ne? Die sind mal wieder richtig strong. Aber das sind sie ja immer. Also das haben wir in diesem Let's Play ja schon mehrfach zu spüren bekommen, dass die Kreatur, selbst wenn sie schwach ist, wenn sie einen Stern hat, dann kann sie uns tatsächlich töten. Auch wenn es ein Mistvieh ist. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Dann warten wir, bis das Gift gewirkt hat. Und ciao. Das könnte ihn töten. Komm schon, komm schon, komm schon. Na toll. Ja, komm. So geht's natürlich auch. Wir kamen von, wo nochmal? Von da unten, ne? Ja, ich glaube ja. Hier sind wir doch gewesen. Und dann hier ums Eck. So. Das sind ja noch mehr, sag mal. Ich kann hier aber leider nicht durchschießen, ne? Können die durchschlagen? Kann ich sehen, was es da gibt? Lohnt es sich überhaupt, da hinzugehen? Nee. Aber da sind Zecken und zwei von den Viechern. Wie viele Pfeile haben wir noch? Genug. Ja, dann würde ich sagen, machen wir sie platt, wa? Halt. Theoretisch wieder zum Safe Space, ne? Ich stelle mich mal hier drauf. So. Wow! Da waren die doch schneller, als ich dachte. So. Run, run, run. Und hinaufgejumpt. Und dann kann ich hier nämlich schön
die drei Pfeile in dich reinballern. Nummer eins. Oh oh. Sehr gut. Nummer zwei. Und Nummer drei. Und du kriegst auch noch mal was ab. Keine Sorge, vergesse ich schon nicht. So. Und noch mal schön an den Kopf. Komm. Zack. Ich glaube, der stirbt am Gift. Ja. Oh, da ist eine Zecke. Stirb, du hässliches Vieh. So. Eine Trophäe. Ja, die können wir leider nicht mitnehmen. Die lasse ich mal liegen. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. So. Dann laufen wir mal hier lang. Und das hat sich ja richtig gelohnt. Eine Sackgasse. Geil. Na gut, okay, wir haben immerhin hier Fleisch und das Zeug gekriegt. Ich bin mir sicher, davon brauchen wir nachher richtig viel. Weil es wird bestimmt auch eine neue Rüstung geben oder so, ne? Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Aber wir haben hier alles abgeklappert. Es ist nur noch hier runter. Kann auch sein, dass hier direkt eine Sackgasse ist. So, du stirbst. Nee, da geht's noch weiter. Oh, noch eine Zecke. Und noch eine. Ah, die ist an meinem Rücken. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg von mir. Du widerst mich an. Ich lauf mal. Die sind so pervers, ne? Finde ich ja auch in echt. Also Zecken und so Blutegel und so parasitäre Wesen. Ne, Parasiten. Finde ich so widerlich. Auch Mücken. Oder so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da so eine Abneigung gegen diese Viecher. Ich bin ja wirklich ein Mensch, der Tiere liebt, ne? Aber sowas wie eine Zecke oder eine Mücke, da hätte ich echt kein Problem, wenn die aussterben. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee, weil die sind immer noch Teil der Nahrungskette und ein Vogel zum Beispiel ernährt sich ja davon, ne? Na komm, zack. Hätten wir dich auch. Und hier noch entlang. Aber das war's. Gut. Dann haben wir die auch abgefrühstückt. Das ist ja sehr erfreulich. Können wir durchstreichen. Und wir können endlich wieder zurück. Oh, Gott sei Dank. Ich habe auch wirklich jetzt genug von den Mistlands fürs Erste. Und würde mir ganz gerne mal unsere Ausbeute ansehen, oder? Also hinaus.